Kategorie war bestes Zusammenspiel zwischen Bild und Ton bei einem Kurzfilm. Und gestiftet wird dieser Preis, es gibt nämlich ein Preisgeld von 2000 Euro, der zu gleichen Teilen an Regie und an Verleih, nee, und an Sounddesigner geht, so rum, das ist ja das Wichtige, gestiftet von Fritz Kohler. Ich kann es machen, also ja, ich habe es mir aufgeschrieben. Sie's. Ein Mann der Tat, Koffein, los. Das Witzige ist ja, dass... Ja. Ja, es ist eher ein Geräusch als ein Name. Ich kann es schlecht aussprechen. Hätte ich jetzt eine Flasche dabei, würde ich sie öffnen und ihr wüsstet Bescheid. Also es ist Pft. Und der Preis geht damit an Frau Deborah Philips und an Frau Ruth Wiesenfeld. Hallo. Übersetzt eine Erfahrung, die sie am eigenen Leib gemacht hat, einen Fahrradunfall mit daran anschließenden langwierigen Reha-Maßnahmen, übersetzt dies in einen Film, der dies in einer fünfminütigen Collage und Montage auf eigenwillige Weise reflektiert. Hinzu tritt die Tonspur der Komponistin Ruth Wiesenfeld, die in einer Art Musik konkret Sprachfetzen und wenige markante O-Töne zu einer unabhängigen Tonspur zusammenfügt. Bild und Ton, Hören und Sehen werden von Regisseurin und Komponistin auf betont artifizielle Weise kombiniert, ergänzen sich, ohne sich wechselseitig zu dominieren. Das Beste, was man sagen kann. Danke. Danke allerseits, so kann ich weiterarbeiten. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr. Ich bedanke mich bei Deborah für das Vertrauen mir als Komponistin gegenüber, bei der Jury, gerade für das mehrmalige Hinsehen und genaue Hinhören, was heutzutage leider nicht allzu oft passiert, aber das freut mich persönlich ganz besonders. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Der Kinemapreis 2012 geht an Katimini. Geht es um vier Mädchen. Alle vier sind in einer Pflegefamilie aufgewachsen. Kathi 6, Kila 12, Megan 16 und Manu 18. Merci, ça me touche énormément. Vielen Dank für diesen Preis. Ich bin wirklich sehr berührt über diesen Preis verliehen von einer jungen Jury, was ich auch eine sehr, sehr gute Idee finde, um die Cinephilie, die Liebe zum Kino, zu entwickeln und dazu beizutragen, dass die jungen Leute auch überlegen und über das Stadium, ich mag den Film oder ich mag ihn nicht, hinauskommen. Und es ist auch eine Gelegenheit, einfach mal was ganz anderes zu sehen und zu reflektieren als den üblichen Hollywood-Film. Und deshalb, also nochmals, ich bin wirklich tief berührt. Das ist jetzt das erste Mal für mich, dass ich in Deutschland bin. Und ich bin wirklich absolut begeistert von diesem Festival. Vielen Dank. Danke. Nathalie Saint-Pierre. Ausgewählt aus 170 Filmen und Sie, das Publikum, haben hier den besten Film ausgewählt. Ja, der Heinrich geht an. Wir hätten jetzt eigentlich als Jury das ganze Publikum auf die Bühne holen müssen oder sollen. Stellvertretend für das Publikum haben wir uns gedacht, es ist am besten, denjenigen auf die Bühne zu holen, der es für Sie, das Publikum, das Programm liebevoll zusammengestellt hat. Und das ist natürlich der künstlerische Leiter des Festivals. Bitte begrüßen Sie ganz herzlich Volker Kuhfahl. 10 Filmemacher haben hier teilgenommen. Sie waren zum großen Teil anwesend. Es sind Debütfilme, Zweitfilme gewesen. Das bedeutet, da steckt unglaublich viel Herzblut drin. Es ist nun mal der erste Schritt auf dem Weg einer hoffentlich langen Filmkarriere. Das heißt, diese Filme sind mit besonders viel Liebe, mit sehr viel Emotion gemacht, mit sehr viel Herzblut. Und deswegen kann man eigentlich auch allen Teilnehmern dieses Wettbewerbs gratulieren und ihnen wünschen, dass sie einfach ihren Weg machen werden. Und der Gewinner, für den sich das Publikum entschieden hat, ist ein französischer Film. Der französische Titel ist Le Vent Contraire, der englische Titel heißt Headwinds.
übrigens aus Frankreich. Und wen haben wir hier? Ich freue mich, dass unser Minister zu uns gekommen ist. Dankeschön. Bonsoir. Je tiens évidemment d'abord à remercier les organisateurs du festival et ceux qui ont guten Abend und zunächst ganz herzlichen Dank an die Organisatoren des Festivals und an die Jury, also die meinen Film ausgesucht haben von den 10, die nominiert waren. Vielen Dank auch ans Publikum. Und ich muss schon präzisieren, also der wirkliche Film selbst hat ein viel besseres Bild und es gibt auch keine Timecodes und Untertitel in der Mitte und so weiter. Also um 22 Uhr, für die, die ihn noch nicht gesehen haben, das lohnt sich. Nicht oder nicht nur einen Film für sich machen, sondern den Film für die Zuschauer zu machen. Und insofern war das der schönste Preis, den ich bekommen konnte und ein Beweis dafür, dass es eben gelungen ist, Gefühle, Emotionen herüberzubringen zu den Zuschauern. Deshalb, also ich bin wirklich sehr berührt und sehr bewegt. Vielen Dank. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch. Daniela Sper. Danke auch der Übersetzung. My name is Jenny Lesper and I'm a director and I'm here tonight because I won prize, the public prize, so I'm very proud and very happy and also a little bit moved. For my movie it's the best prize I could imagine because I really wrote the movie thinking about the audience. Okay, je recommence. I do it again. Merci beaucoup au Filmfest et et puis bah l'année prochaine peut-être. Perfect. Thank you very much. Yes. Well, my English is not really good. Oh. I will. You ask me the question in English, and I will answer in French. So tell me, what is more important, the red wine or the Europa? the two of them. I need the red wine and I need the Europa in my life. So important, but it's a real honor for me. Wie kommt eigentlich der Star auf die Europa? Wir sind gerade bei der Gravieranstalt Weinert und hier wird die Europa graviert. Hallo, Herr Weinert. Was wird denn heute hier passieren? Ja, ich denke, wir gravieren die Europa heute.